Die Bremer Stadtmusikantinnen und die Verhetzung. Ein Jahr Zara Beratungsstelle gegen Hass im Netz. September 2017 bis September 2018. Wir gehören alle unter die Erde, wir liegen uns nur auf der Tasche. Ja, wehrt euch gegen dieses alte Xenu. Die haben wohl vergessen zu sterben, sollen wir ihnen dabei helfen? Das nenne ich Zara. Hass im Netz ist kein Märchen. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Und Betroffene sind nicht alleine. Soeben wurde vor vielen Menschen zu Hass oder Gewalt gegen Personen oder Gruppen wegen ihrem So-Sein aufgerufen. Das ist Verhetzung. Was Zara tut? Rechtlich beraten und Beistand leisten. Verhetzende Aussagen sichern. Entfernung fordern und einleiten. Kontakt zu Host-ProviderInnen aufnehmen. Sachverhaltsdarstellungen verfassen und an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Betroffene zur Polizei begleiten. Bei der Anzeige unterstützen. In einem Jahr Zara Beratungsstelle gegen Hass im Netz erfüllten die dokumentierten Postings häufig den Tatbestand der Verhetzung. Aus allen Verhetzungsfällen sind aktuell geflüchtete Personen und MuslimInnen besonders häufig von Verhetzung betroffen. 35,8% der Fälle richteten sich gegen geflüchtete Personen und 30,6% gegen MuslimInnen.